Hallo und willkommen auf meinem wunderbaren Kanal namens WLAN-Land. Wir spielen Rayman Legends. Jetzt haben wir mal unseren kleinen grünen Freund Sir Globrax abgegeben und spielen mit dem Hauptdarsteller Rayman. Jetzt gucken wir mal, was wir uns hier Schönes vornehmen können. Wir rennen einfach mal. Hier haben wir das mittlerweile freigespielt. Fiesta de los Muertos. Oder hier die Zauberkröte. Aber wir nehmen mal hier die Fiesta und gucken mal, was unser Freund Rayman Tolles erleben kann. Ja, nachdem mir das alles sehr bekannt vorkommt, denn ich habe schon mal gespielt, fangen wir an mit Ente gut, alles gut. Da ist meine Ente. Da ist meine Ente. Da habe ich keinen Bock drauf, dass ich eine Ente bin. Wir nehmen faule Früchtchen, oder? Ja. Sehr verehrte Damen und Herren, halten Sie sich fest. Es geht los. Schön aufs alte Gemüse. Ja, wer sich fragt, hey, warum spielt ihr das nochmal? Gab es doch schon mal irgendwo in der Folge? Stimmt, ja, gab es schon mal. Ich habe den ganzen Spielstand aus Versehen gelöscht. Und das ist mir aber nicht so schlimm. Das Spiel macht auch noch ein zweites Mal mega Bock. Und man kann ja schön durchwechseln mit den verschiedenen Helden, die es hier gibt. Wie komme ich darauf? So, aber mal schauen, wie ich darauf komme. Achtung, Leute. Und oh, das war aber nicht gut. Aber jetzt, nee, das haut nicht so hin. Bevor ich euch langweile, renne ich da mal weiter. Da hauen wir die Burschen zusammen. Lassen wir uns da einsaugen und wieder schrumpfen. Oh cool, das ist ein Geheimgang. Bin ja gespannt, ob ich das klein oder groß spiele. Groß. Sehr gut. Ui. Den mache ich noch platt, den Kameraden. Das ist hier eine sehr glitschige Angelegenheit. Und los geht's. Das ist aber gar nicht so einfach hier. Schon wieder! Verdammte Axt, ich muss dem wahrscheinlich auf den Kopf springen. Ach ne, oh nein, ich depperle. Zurück. Jetzt bin ich da rausgegangen, ich will es aber zu Ende spielen. Achtung, Achtung, meine sehr verehrten Zuseher. Wir gehen da nochmal rein. Denn das wollen wir schon anständig spielen hier. Und wir werden groß gepustet. Und ich habe schon wieder versemmelt. Ich muss mich jetzt mal mit mir selber einig werden. Mache ich diese roten Viecher platt? Oder springe ich nur drüber? Ich entscheide es jetzt gleich. Drüber springen. Uiuiui, okay. Jetzt habe ich einen Rhythmus gefunden. Ja, kurze Fünferl. Verdammt. Leute, ich schaffe das. Das kann ja nicht so schwer sein. Die paar Hans-Wursten da kaputt zu machen. Jetzt hat. Kleinling rausgeboxt. Jawohl, haben wir das geschafft. Da musste ich mich direkt kurz zusammenreißen und konzentrieren. Passt, weiter geht's. Unser Herzklammer abgeholt. Es geht voran. Halt, da können wir uns schon wieder einsaugen lassen. Was da? Das ist so ein Apfel, so ein gammeliger, oder? Aber ich komme da nicht rein. Doch. Oh, wie schön. Der ist richtig gammelig hier. Wie läuft... Oh, aha, okay. Nicht gegen die Messer springen. So. Und jetzt? Ah, okay, zack, zack. Auch wie Uncharted. Da muss man auch mal viel hüpfen und springen. Achtung und... Hammer! Gelandet auf der, was ist das? Gurke wahrscheinlich. Dass die Raupe nimmer satt. Das ist ein Märchen. Ach. Na, da haben wir gut Schaden gemacht. Können wir hier noch irgendwas abstauben? Da oben ist noch was drauf, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Also, man sieht es ganz oben, wenn ich so. Das Ding wippt da immer. Irgendwas ist da. Das findet man anno
aus irgendwann. So. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ah, okay. Auf die andere Seite. Man muss auf die andere Seite kommen, ohne Schaden zu nehmen. Das ist gar nicht so einfach. Oh, jetzt sind wir so ganz hoch oben. Das habe ich auch noch nicht. Nein, 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 schade. Da gibt es bestimmt einen Geheimgang. Ich versuche da gleich nochmal hinzukommen, aber im Moment würde ich erst gerne das Radieschen da rausreißen. So, ich probiere das nochmal. Komm, sauge mich ein. Jetzt müssen wir hier irgendwie auf ein Obst warten. Was von der Form so genial ist, dass wir da rüberkommen, oder? Ich probiere es einfach nochmal den ganzen langen Weg. Ah, ich bin schon oben. Das ist sehr gut. Oh nein. Okay, komm, lassen wir das. Erstmal in den faulen Apfel rein. Kleinlinge rausgezogen. Und wie kommen wir da wieder raus? Alter! Ah, oh, nein. Das war auch nicht gut. Da hat unseren kleinen Namensgeber des Spiels zerfetzt. Ah, okay. Den machen wir. So, und. Machen wir das, machen wir das. Ja, das machen wir. Wir können ja da schön entlang fliegen. Und dann hier wieder rauf. Sehr gut. Zack. Schön klein sind wir. Radiesel zusammengedroschen. Und noch den Burschen platt gemacht. Da gibt's was für uns. Ein extra Life. Boah, nein, was ist denn? Okay, okay, okay. Wie machen wir das? Hier können wir ganz normal weitergehen, so wie es ausschaut. Und. Da geht's weiter. Ui, ui, ui. Hier muss man schnell sein. Weil sonst geht man hier ganz schnell drauf. Das läuft gar nicht gut. So, habe ich. Habe ich geschafft, habe ich geschafft. Habe ich das gut gemacht? Ja. Das habe ich super gut gemacht. Ich habe das Gefühl, die Musik ist ein bisschen freundlicher geworden. Anscheinend neigt sich auch hier das Level wieder dem Ende zu. Irgendwie sämtliche Geheimgänge übersehen. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja noch einer. Ich bin ja wirklich hauptsächlich durchgerannt jetzt. Zack, platt ist der Kollege. Da können wir irgendwo rein, oder? Komm, wie bei Mario damals. Nee, da geht's gar nicht rein. Ich glaub's gar nicht. Kann es sein? Nee? Okay, aber hier können wir uns einsaugen lassen. Und dann da rein, oder? Nice. Schön gemacht, wirklich schön. Trotz, dass ich das schon gespielt habe, das hat immer wieder Überraschungen, das Game. Aber warte, jetzt komme ich da rein, oder? Aha, das klappt nicht als Großer. Ich hätte schon gedacht, dass da noch was kommt. Und hops, hops, hops. Hammers. Also ich glaube, dass die Musik da gerade freundlicher geworden ist, da habe ich mich geirrt. Weil sonst wären wir ja schon am Ziel. Ui, ey, Achtung, hier wird im großen Stil Essen vernichtet. Ah, hier müssen wir so ein bisschen runter. Ich erinnere mich grob. Man muss aber aufpassen, dass einem hier nicht das Zeitliche segnet. Und dass man nicht gebraten wird. So, jetzt schaffen wir es aber. Jawohl. Ja, und da ist das Ende des Levels, meine verehrten Damen und Herren. Vielen Dank fürs Reinklicken. Wenn es euch Spaß gemacht hat, schaut euch einfach die nächste Folge an. Ich bedanke mich an alle Zuseher und wünsche noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus.